Ich glaube, ich sollte fragen, was du da machst. Glaube ich. Arbeite hier. Ah, gut dann. Wer bist du? Ich arbeite hier. Seit wann? Seit heute. Sonntag? Ja, keiner wollte den Wochenenddienst. Ich schätze mal, man langweilt sich hier schnell. Ich würde gern weitermachen. Ach so, ja klar, gut. Wenn du was brauchst, bin ich die falsche Adresse. Wie kann dir das nicht aufgefallen sein? Das Bild, das Fehlende. Was machst du hier den ganzen Tag? Ich weiß es nicht. Hast du dich nicht umgeschaut, als du hier angefangen hast? Ich interessiere mich nicht für Kunst. Wieso bist du dann hier? Bin reingerutscht. Eins von meinen Bildern ist weg. Hast du es verloren? Nein, wie sollte ich? Dann wurde es gestohlen. Ja, stimmt. Vielleicht. Also weder noch. Ruf doch die Polizei. Ich weiß ja noch gar nicht, was passiert ist. Die Polizei rufen das gleich so offiziell. Also du möchtest erst eine mögliche Erklärung, bevor du die Polizei rufst. Kann dauern. Kann man es auf dem Schwarzmarkt verscherbeln? Geh an den letzten Ort, an dem du warst, oder zum letzten Menschen mit einem Motiv? Du hast jetzt den Rat. Crime Fiction. Du meinst, es funktioniert? Könnte. Kaffee, Tee, schon ziemlich spät. Wasser. Ich brauche noch kurz. Warte. Ja, ich würde dann doch den frisch gepressten Orangensaft nehmen, bitte. Warum nicht? Vielleicht hilft es, das Problem zu visualisieren. Nichts. Das bringt dich nicht weiter. Das hier auch nicht. Frisch gepresster Orangensaft ist kein Motiv. Was ist mit dir? Mich interessiert das alles nicht. Also, wenn ich was stehlen würde, dann was Wertvolleres oder Interessanteres. Aber für diesen ganzen Plunder hier ins Gefängnis gehen? Nein, danke. Nichts für ungut.
Findest du die Bilder oder das Arrangement schlecht? Weder noch. Ich bin sicher, das ist hier alles recht ästhetisch. Für mich ist das alles nichts. Ich habe mich sehr bemüht. Es macht keinen Unterschied für mich. Ist nicht frisch gepresst. All right. Let me see your masterpieces. Gorgeous. Just magnificent, really. You really did well on this assignment. Und wer hat jetzt gewonnen? English, please. No winners at my Werkschau. Sie küren nie einen Gewinner der Werkschau. English. Why do we speak English in here? Because we're international. That's right. What is art? Art is a replication of life. What we're trying to do here is to capture life and what we feel when we're going through it. What we see and especially who we are. There's no competition in life. So there is no competition in art. See? Margot understands. No winners. Being here is win enough. Margot, sie heißt Margot mit einem T. Nee, also tatsächlich spricht man's Margot aus. Ist die stumm? Du kannst doch nicht einfach deinen Namen französisch aussprechen und dann so tun, als ob du eine Künstlerin wärst. Es ist mein Name. Uninspirierend. Was macht die jetzt? Keine Kunst. Mehr weiß ich nicht. Ich habe ihr allerdings eine Einladung geschickt. Damit du sie reinragen kannst? Nein! Was ist mit Verflossenen? Nein! Eine Fährte. Nein! Wieso? Weil mich das nirgendwo hinführt. Wie soll man sich denn eigentlich entscheiden? Ich meine, man wird mit Möglichkeiten überhäuft. Zumindest fühle ich mich so. Woher soll ich da wissen, was das Richtige ist? Woher weißt du, wohin das führt? Wenn ich das Bild dahin hänge,
kommt es dann besser zur Geltung. Oder wenn ich es darüber hänge, wird es dann jemand kaufen. Oder wenn es da ist, wird mich dann jemand entdecken. Oder macht es wie bei dir überhaupt keinen Unterschied? Ich werde es nie wissen. Wo gehst du hin? Das Bild holen. Kann ich mitkommen? Wieso nicht? Dann sagt es alle. Ich habe noch mehr. Thank you.